Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Beyond Good and Evil in der 20th Anniversary Edition und Jade und Double H in der Nahaufnahme sozusagen. Und Double H sieht ein bisschen so aus, als würde er unter Strom stehen. So ist es aber nicht. Guck mal, das ist doch dahinter. Wir sind hier das letzte Mal in der Nutri-Pillen-Fabrik stehen geblieben. Page wurde entführt. Wir konnten ihn leider nicht retten. Er wurde irgendwie verschifft. Und wir haben hier noch eine Sache offen und das ist diese Perle dort unten. Und ich habe Angst, dass ich an diese Perle nicht rankomme und hoffe einfach, dass ich die auf dem Weg nach draußen irgendwie noch, mir schnappen kann. Ich glaube, wir müssen tatsächlich hier jetzt so wieder zurück. Weil ansonsten hätte ich ehrlich gesagt keine Idee, wie wir dort rankommen. Ich mache hier noch ein bisschen Ratten klatschen, danke. So, da mussten wir hier lang, genau. Ja, aber immer noch ohne Perle, Double H. Das muss ich nochmal so sagen. Ist Page ein Mitglied des Iris-Netzwerks? Könnte sein. Frag mich nicht. Ich weiß nur, wie viel er mir bedeutet hat. Sieht aus, als hättest du wieder all deine grauen Zellen beisammen. Wieder voll da? So langsam. Aber mein Schädel bringt mich um. Die haben mein Hirn gut durchgeschüttelt. Okay, Fabrikeingang. Gibt's hier jetzt noch irgendwo eine Stelle? Oder vielleicht irgendwas. Guck mal, da drüben, der kann jetzt bestimmt irgendwie durch oder sowas. Ach nein, 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 nein. Da sind wir ja nicht rein. Und ich habe das Gefühl, der hat einen übelst harten Schädel. Machen wir das erstmal platt hier, das Zeug. Ja, Partner hat Probleme. Mach mal. Hilf mir. Die Jade, die hat... Na toll, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, und das war's jetzt, oder was? Cool. Richtig cool. Das ist ja bekloppt. Könntest du mal... Ja, aber nur aus dem Weg schreien bringt ja auch nichts. Was ist denn das hier? Hallo? Was ist hier los? Nee, das lade ich nochmal. Ach so, da sind wir komplett Game Over, wenn er auch stirbt. Na, das ist ja blöd. Das lief ja richtig gut. Sind wir automatisch voll geheilt? War das vorher schon so? So, wir tun es gleich mal hier. So, 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 so. Ja, ja, ja. Weg, weg, weg. Aufpassen, dass keiner uns erwischt. Ja. Ja, sehr gut. Na komm, los. Der Mechanismus ist dort drüben. Ich sollte in der Lage sein, den Weg freizuräumen. Sehr gut, dann machen wir. Dickschädel. So, dann würde ich vorschlagen... Wir müssen hier irgendwo eine Sicherung finden. Da drin vielleicht? Achso. Es funktioniert. Double H! Miss Jade, dieses Ding frisst mich von innen auf. Ich halte es nicht länger aus. Die Jungs von Iris. Vielleicht können sie etwas tun, um mir zu helfen. Meine einzige Hoffnung, bringen sie mich zurück zu Iris. Ich bitte sie. Ich kann nicht atmen, Miss Jade. Schalte auf Notschaltkreis um, aber der wird nicht lange halten. Aber ich muss doch noch die Perle mir holen. Tut mir leid. Muss ich es jetzt kaufen hier? Ich leg's es drauf an. Eine Boost-Kapsel sorgt für eine kurzzeitige Verdreifachung der maximalen. Ja, bla. Stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Gut raus. Gibt es denn irgendwas zu holen, was wir jetzt noch mitnehmen müssen? Oh Mann, wie komme ich denn an die Perle ran? Okay, da müssen wir uns jetzt beeilen und hoffen. Dass wir uns das holen können. Wo sind Sie, Miss Jane? Ja, ich gehe ja schon runter. So. Komm mit. Muss der jetzt noch mit rein oder kann ich einfach fahren? Vielleicht können wir uns das erst später holen. Einer für alle, Miss Jane. So, jetzt hauen wir erstmal ab. 3,5 Minuten haben wir noch. Ja, wir müssen bestimmtes nämlich dann. Ach, jetzt bin ich im. Ja gut, das war jetzt nicht geplant, aber wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir die jetzt einfach mit. So einfach kann es sein. So, jetzt mache ich hier noch einen Rundumschlag und zurück.
Knapp 3 Minuten, das schaffen wir. Iris-Netzwerk, das war in der Akudaban, ne? Jetzt in eine andere Richtung, andere Richtung. Oh Gott, hä? Und jetzt, oh Gott, jetzt so rein. Gut. So, sind wir schon mal draußen. Das ist gut. Ich habe nicht verstanden, was, von wovon wird der aufgefressen? Ich hab's nicht geschnallt. Ach so, oh, wie hat man das nochmal gemacht? Ich hau einfach schnell ab. Oh. Ja, richtig bekloppt, ey. Aber sowas von. Durchhalten, wir sind aus der verbotenen Zone entkommen. Das ist gut. Ich kann den Stadteingang schon sehen. Ja, sehr schön, ich sehe ihn auch. Und ich bin durch. Dann war das, glaube ich, wenn wir von der Seite kamen, auf der linken Seite, oder? Kannst du mich hören? Bin schon vorbei? Nee, hier. Nee, da. Nee. Ah, war das... Da, oder? Ja. Das dürft man schaffen. Fußgängerzone, sehr schön. Die quatschen jetzt erstmal nicht mit allen, weil keine Zeit und so. Schwitzt gleich, aber es ist generell auch sehr warm hier in meinem Zimmer. Es ist heute ein sehr, sehr warmer Tag. Man ist um die 30 Grad. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht ewig warten auf dich. Ich bin hier. Hallo. Könntest du ihn auch einfach an die Hand nehmen, Jay? Das wäre übelst nett von dir, aber nee, du rennst einfach lieber voraus. Komm, 2:15. Komm, put, hier lang. Double H, hier. Double H. Super. So, ich renne jetzt einfach rein in der Hoffnung, dass er hinterherkommt. Die könnten jetzt auch schon mal hier warten, aber nee, ist ja geheim, da müssen wir wieder in den Schrank kriechen. So, komm mit. Ich bin hier. Wo sind Sie, Miss Jade? Hier bin ich, komm, 1:48. Ich möchte keinen Stress machen, aber 1:44. Was ist hier? Ja. So, da hole ich jetzt einfach rein, wird schon passen. Alle für einen, einer für alle, Miss Jade. Tschüss. Puh, Glück gehabt. Nino! May! Schnell! Double H ist bei mir! Er braucht Hilfe! Double H meldet sich zum Dienst. Die Alpha-Abteilung hat Besitz von den... die Schuhe, die... zu Diensten... May, wir müssen ihm unsere letzte Dosis Gegenstand geben. Hopp, kannst du mich hören? Sag etwas! Sein Puls wird schwächer. Bereite Sprich die Injektion mit mir. Vor. Ich bin's, May. May, schnell! Wir verlieren ihn! Ich bin hier, Hab. Alles wird gut. Halt durch, es ist fast vorbei. Hab ist gerettet. Dank dir, Jade. Ich hab nur... Er ist ein Kämpfer. Er kommt durch. In ein paar Wochen ist er wieder auf den Beinen. Freunde... Ich glaube, Jade hat uns soeben eine erstaunliche Demonstration ihrer Courage gezeigt. Gute Arbeit, Kind. Gut, nun sehen Sie mal hier. Dorthin werden nicht nur die Opfer gebracht, dort befindet sich auch Ihr Onkel Jade. Die alten Schlachthäuser. Ihr nächster Bericht. Jade, dein letzter Bericht aus der Fabrik hatte eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Die Helianer haben uns spontan ihre Unterstützung gezeigt. Oh, guck mal. Die ganzen Perlen. Klaus, alle, und dann verschwinde ich hier. Scheiß Mission, hab keinen Bock auf euren Mist. Ich will auch noch die Perlen haben. Will aber mit allem nochmal quatschen. Ich komme zurück, um nach Double H zu sehen. Wird er es schaffen? Das Schlimmste hat er überstanden, dank dir. Er braucht jetzt nur viel Ruhe. Habt ihr meine Fotos aus der Fabrik bekommen? Natürlich, sie wurden bereits kopiert und bearbeitet. Du hast unglaubliche Arbeit geleistet, Jade. Sei vorsichtig, Jade. Aber stupp, die Jade, die hat hier gerade irgendwie ein ganz anderes Problem. Guck mal, wie die sich... wie sie so wackelt. Sieht aus wie so ein Grafikbug. So. Okay, wir machen mal hier weg. Okay, wir können dann auch nochmal speichern hier. Sind die Schlachthäuser militärisches Sperrgebiet? Ja, das ganze Gebiet ist eingekreist. Man kommt nicht mal in die Nähe. Wenn ich du wäre, würde ich mir die Hovercraft-Rennen ansehen. Ich weiß, dass eine der Rennstrecken nahe an der Mauer vorbeiführt, die die Schlachthäuser umgibt. Wenn das stimmt, könntest du die
Rennstrecke verlassen und von dort aus in die Schlachthäuser gelangen. Keine Chance, aufs Meer zu kommen, dank ihres antidomzistischen Schutzwalls. Du solltest mal sehen, was die Rhinos für dich tun können. Obwohl sie jetzt in der Illegalität arbeiten, verkaufen sie immer noch alte Sprungkits für Hovercrafts. Ja, das gefällt mir. Sind schon viele Iris-Agenten von der Alpha-Abteilung gefangen worden? Wir sind so vorsichtig, wie es eben geht. Aber sie sind überall. Wir haben seit Tagen nichts mehr von unserem Chef auf Hillis gehört. Der Chef der Hillis-Gruppe? Niemand von uns kennt seine wahre Identität. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das nicht gut ist. Wir können ihm nicht helfen. Wir wissen nicht einmal, wer er ist. Hält die Alpha-Abteilung die Schlachthäuser besetzt? Davon können wir ausgehen. Dort scheinen alle Bewegungen zusammenzulaufen. Es wird sehr schwierig, dort hineinzugelangen. Okay. Perlen. Das ist für dich. Es wird dir sicher nützlich sein. Juhu. Cool. 19 haben wir schon. Und was ist mit... Hä? Wo sind die anderen Perlen hin? Die habe ich aber nicht alle genommen, oder? Habe ich die alle bekommen? Nee. Oder doch? Ohohoho. Wie geil, ich fühle mich so reich. Pff, ich stecke das jetzt nicht in das blöde Hovercraft. Ich gönne mir da was total Schönes, ja? Neue Klamotten, wollen wir uns neue Klamotten gönnen? Neue Frisur wäre auch cool. Oder Accessoires und Geschmeide. Nee, wir machen es Hovercraft. Okay, okay. So. Und eine neue Waffe wäre auch geil. Und neue Kamera. Neue Kamera, Jade. Die geilste Kamera. BFAAFE. Einer für alle, alle für einen. Carlson und Peters, Seite 823. EF. Was? Einer für alle? EFAAFE. Klingt nicht so viel. Double H. Ja, das war jetzt nicht so gut. So, das haben wir alles schon gemacht. Hier weiß ich immer den Code noch nicht, aber. Ist mir nichts eingefallen, wie das gehen soll. Hat sich auch alles, wir können eigentlich mit allen nochmal quatschen. Ich gehe nochmal zu dem hoch, weil das wäre jetzt eigentlich ganz cool, nach der Hauptmission mal zu gucken, wie nämlich die Bevölkerung jetzt auf die neuesten Entwicklungen hier reagiert. Hello. Oh, gar nicht. Du schläfst. Du bist besoffen. Toll. Kann ich mit dir eigentlich quatschen? Du kommst wieder in Ordnung? Ich glaube schon. Das ist das zweite Mal, dass sie mein Leben gerettet haben, Miss Jade. TNA, Carlson und Peters, Seite 822. Okay, muss ein bisschen angeben. Guck mal, wie sie hochguckt. Süß. 823, Miss Jade. Ich dachte, der Schlachthausbezirk wäre auch gesperrt, oder? Bestätigt. Ich habe gehört, dass es einen Geheimgang auf der Strecke von Rennen 3 in der Nähe der Schlachthäuser geben soll. Vielleicht ist er noch benutzbar. Okay, dann quatschen wir erstmal mit dir. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht machen. Guck mal, ob die beiden hier unten was Neues sagen. Team nicht auflösen. Lösen, okay. Nee. Und du? Nee. So, jetzt gehen wir noch zu dir. Hey, Francis. Hey, Jade. Ein kleines Spielchen? Nein. Nur wenn du eine neue Perle hast. Okay, du bist immer noch besoffen. Nein, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte mit der Kuh sprechen. Ist der Schlachthausbezirk von der Alpha-Abteilung abgeriegelt? Es gab eine geheime Passage dorthin von der dritten Strecke der Hovercraft-Meisterschaft. Man weiß ja nie, vielleicht gibt es sie noch. Aber sei vorsichtig, Jade, die werden von Sekunde zu Sekunde nervöser. Ist ja nicht so geheim, die Strecke, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Okay, dann lasst uns mal rausgehen. Wir könnten ja auch nochmal bei Ming-Zus nochmal vorbeischauen. Da waren wir ja auch schon ein Weilchen nicht mehr. Ja, guck mal, ja, merkt man schon ein bisschen, ne? Ein bisschen ist hier schon was. Hi Rob, hast du dein Taxi verlassen? Da kannst du einen drauf lassen, wir dürfen ja nicht mal mehr Hillis verlassen. Und dabei gibt es im Moment einige wirklich sehenswerte Wale im offenen Meer. Aha, können wir die fotografieren? Sicher in ihrer Schale, ist die Perle eine Sklave der Strömung. Mach weiter so, Leute, ich habe gerade 3 neue Perlen für euch gesammelt. Krieg ich die jetzt auch oder habe ich die jetzt schon? Kann ich hier rein? War ich hier schon drin? Ja, das ist schon gemacht. Alpha-Abteilung V-Quartier. War das das, was ich schon gemacht habe? Wo man hier diese ganzen Kisten und Laserstrahlen und so? Hey, hey. Hm. Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden. Ach, das ist der Schlüssel, den ich jetzt gefunden habe in der Fabrik, ne? Macht steigt mit der Anzahl, Miss Jade. Ja, aber können wir es nicht... Peters, Kapitel 21. Nee, ich will es ziehen.
geht das? Ziehen. Hä? Ach so. Ach, guck mal. Wenn bestimmt der durchkriegt. Nee. Verstehe ich es nicht. Macht steigt mit der Anzahl, Miss Jade. Ja, aber... Carson und Peters Kapitel 21. Ja, aber was... Ach so. Miss Jade. Aber kann die da jetzt durchhuschen? Häuschen, kannst du... Das verstehe ich jetzt nicht. Blockiert, okay. Aber... 1, 2, 3. Schieben. Grundübungen, Seite 2. Aber ziehen können wir nicht. Warum können wir das nicht ziehen? Der Bezirk ist... Ach so. Oh mein Gott. Vorsicht. Oh. Okay, wir treffen uns später wieder. Und wir dann raus. Spannend, spannend. Okay, einmal... Einmal drunter durch. Dann die Leiter, bitte. Ach du Scheiße. Ja, hätte man besser hinkriegen können. So, Jade, lass dich jetzt mal erstmal nicht sofort fallen. Okay, wie lässt denn dieses Fall mit X, ne? Wow. Oh mein Gott, ich bin schon wieder so nervös. Aber wir haben viel Energie. Okay, lass mal uns fallen. Kriechen. Dann müssen wir ganz schnell hier unten durch. Und jetzt hinterher. Schaffen das. Und dann noch weiter hinterher. Und dann ganz schnell dort festhalten. Übelst krass gesichert hier. Ach so. Ah ja, alles klar. Schnell. Weil ich glaube, wenn die da runterfällt, ist nicht so geil. Oh, guck mal, da war aber noch ein bisschen Rest übrig. Und jetzt einfach runter. Okay, ich kann es. Okay. Und dann wieder da lang. Okay. Ach, das finde ich ja auch schön, dass man... Oh. Oh mein Gott. Dass man sozusagen, wenn man ein bisschen am Hauptstory gemacht hat, dass man dann hier wieder ein bisschen was erkunden kann, weil man wieder einen neuen Schlüssel gefunden hat. Schnell rüber! Oh, ich bin jetzt bei Stellar Blade vorm letzten Bosskampf. Da muss ich mal gucken, wann ich mir das mal noch gönne. Es sind noch 8% übrig und ich glaube, es kommt jetzt wirklich nur noch Bosskampf und sowas. Bin ich dann auch ein bisschen traurig, wenn es vorbei ist, aber ich freue mich schon total auf... Oh no, das war... Ja, das war ein bisschen dumm. Ich freue mich schon total auf Visions of Mana. Ah, das hätte ich jetzt machen können. Oder spring drüber. Das geht auch. Jetzt weiter. Machen wir das mit dem Sprung. Das ist besser. Da habe ich nämlich die Demo gespielt und die hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Freue ich mich total. Okay. Oh no, meine Freunde sind da unten. Und lasse ich mich jetzt einfach fallen. Ach so. So. Ich überlege, ob ich mal ein bisschen hier noch was esse. Die Perlen fressen wir jetzt erstmal, genau. Achso, ich habe nur Carb-Ups. Dann lasse ich das mal eingestellt für den Fall, dass ich das benötige. Also nach unten sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gehen, würde ich mal sagen. Dann kriege ich mal hier nein. Aha, nee, nach unten. Lass dich mal fallen, lieber. Jade, okay. Hier ist nix. Hier müssen wir drüber. Na. Ach so, nee, das geht natürlich nicht. Du musst natürlich drüber hechten. Ach du Scheiße, wie soll ich das machen? Ach du liebes bisschen. Ach du liebes bisschen. Das gefällt mir ja gar nicht. Ja, super. Na wow, was ist das für eine Kacke? Ist gut geklappt. Gott sei Dank haben wir hier ein automatisches Speichersystem. Ich bin sehr dankbar. So. Jetzt können wir im Endeffekt doch nur dem hinterher, oder? Jetzt einfach hinterher, ne? Eieiei. Ist das aufregend. Kann ich den einfach nicht dem Hammer klauen? Und wo dann lang? Was bringt uns das? Hä? Was bringt uns das? Dass ich das jetzt mache? Ich verstehe es nicht. Ging es hier irgendwo raus und ich habe es nicht gesehen? Ach, da ist eine Leiter. Ich bin so dumm. Ach, scheiße. Aber immerhin haben wir die Leiter schon gesehen. Das ist schon ein großer Fortschritt. So, da warte ich jetzt nochmal ab, bis der weg ist. Dann warten wir den zweiten noch ab. Den huschen wir dann schnell wieder hinterher.
Das ist ja verrückt. Die Leiter einfach nicht gesehen. Oh, schnell hinterher. Ach Mann, ich darf auch nicht zu nah dran kommen. Oh, die sind hier aber auch schnell. In Schuss und Tod. Finde ich nicht gut. Finde ich zu krass. Kommt hier rein. Ey, ich bin so froh, dass es dieses automatische Speichersystem gibt. Musste man damals wirklich immer wieder oben bei der letzten manuellen Speicherung anfangen? Wie scheiße wäre das? Hätte ich ja gar keinen Bock hier am Let's Play. Ich muss sagen, das sind dann wirklich so Erneuerungen oder Neuerungen, die ich feier. So, ab nach oben. Komm, Jade. Oh, nö. Och, Mann. Was ist das für eine Kacke? Also spannend ist das jetzt nicht. So, mal sagen, wie es ist. Frage ist, musste ich da jetzt nach links oder nach rechts? Ich muss ganz schnell nach rechts, da hätte ich mich rollen können. Voll doof. Voll doof. Aber gut, aller Dinge sind 4, 5. Ich habe gar nicht mitgezählt. Mal schnell. Doch. Ne. Was rein. So. Aber das stört jetzt niemanden. Mal Ratti töten. Okay. Ich mache erstmal wieder kalt. Das ist. Da sollte ich nicht runter. Vielleicht hier hinten. Das sieht jetzt. Ah, guck mal, aber hier können wir. Kein Foto schießen, sondern wieder hier Dingsi machen. Der Disc. Damit CDs um uns werfen. Ich hoffe, das hält jetzt ein bisschen länger an. Hä? Wie? Guck mal, das sind 3 Perlen! Ohoho, geil. 3 Stück. Das ist ja Perlensegen hier. Ich raste aus. Okay. Dann können wir jetzt gehen. Ne? Schön. Gab's hier eine Karte? Nö. Also nehmen wir das Zeug noch mit. Voll geil, ey. Und raus mit uns. Brauche ich einen Spezialschlüssel? Ach, den haben wir jetzt schon. Also können wir jetzt auch... Was? Was? Wann? Wie? Wo? Oh Gott. Also können wir den jetzt auch an der anderen Stelle uns holen. Bist du noch bei Ming-Zus so schräg gegen... Nee, nicht schräg gegenüber, sondern links von Ming-Zus. Okay. Irgendwas noch versteckt? Wir können da einfach so durch. Kommen wir jetzt raus? Bin ich den ja auch betreten, ne? Ja, das ist natürlich blöd. So, drück mal. Und jetzt? Ach da. Ach so. Ach so. Schnell. Cool. Oh, voll blöd. Das ist ja richtig blöd gelaufen. Das habe ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass wir nochmal ein bisschen stealthy unterwegs sind. Jetzt muss ich mich immer wahrscheinlich passenderweise verstecken. Natürlich cool, weil ich natürlich nicht weiß. Vermute mal jetzt fast hier. Ey, ich bin so schlau. Jetzt? Jetzt weiß ich es natürlich nicht. Andere Seite. Nein! Nein! Immer auf der... Wie ist denn das? Nein, nein, nein! Immer auf der gegenüberliegenden Seite von diesem, was aussieht wie so eine leuchtende... Leiter, muss ich mir jetzt merken. So. Also sprich jetzt hier. Na, steht er dort. Okay. Gehen wir hier rüber. Super. Und dann kommt jetzt dort oben einer. Also gehen wir wieder nach Süden. Achso, nee. Blöd. Jetzt kommt das erst mit dem Süden. Hehe. So, jetzt. Lass mich raten, am Ende müssen wir nochmal auf die andere Seite. Ach so. Das ist ja richtig klasse jetzt. Man kann es mit der Sicherheit auch ein bisschen übertreiben, weil die 3 Perlen habe ich ja sowieso schon geklaut, also. Genau, geh dort mal weg. Boah, dann hau ich dir jetzt nämlich das Ding noch hinten kaputt. Und jetzt?
kann ich da einfach... Nee, jetzt muss ich einfach hier lang. Ach so. Double H, da sind Massen von Alphas im Untergrund von Hillies. Warum haben das seine... Wir halten uns hier besser nicht lange auf. Hat seinen Kopf gar nicht kaputt gemacht. Ach, guckt mal. Oh. Guck mal, da sind Klamotten für ihn. Konto-Identifizierung. Okay. Oh, schön. Das ziehe ich dir gleich mal an. Diese Rüstung der Alpha-Abteilung hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Genau wie Agent Double H, das des Iris-Netzwerks. Das stimmt wohl. Jetzt nehmen wir noch den Hammer oder was auch immer das ist. T-Hammer, okay. Dieses bronzene Prachtstück, ein Axthammer in 1A-Qualität, ist nicht gerade Standardausrüstung auf Hillies, aber ausnahmsweise scheint das Double H mal nicht zu stören. Na cool. Dann gönnen wir uns das doch gleich mal. Nee, ich will erstmal zurück. Hallo, kannst du... Danke. So, lieber Double H, du kriegst jetzt mal... Joa. Schön ist die jetzt nicht. T-Hammer, T-Hammer. Hier ist gar kein Unterschied. Haben wir jetzt den... Welchen hatte der vorher gehabt? Ich bin verwirrt. Egal, ich finde es jetzt auch nicht so wichtig. So. Ach, und das ist jetzt die Stelle. Was zum Fotografieren? Mal schauen. Das ist jetzt die Stelle, wo wir damals nicht reinkamen. Direkt neben der Akuda-Bar, ne? Oder gegenüber von dem Stand hier, wo man die zwei Abos abschließen konnte, oder? Na? Richtig. Ein Briefkasten. Ich quatsch nochmal nicht mit allen, sondern ich will erstmal gucken, ob ich jetzt den Spezialschlüssel dort einsetzen kann. War das nicht hier? Ah ne, das habe ich ja schon gemacht. Nee, das haben wir schon gemacht. Das war hier drüben, ne? Ach Mensch. Shit. Warum bin ich nicht kirre? War das hier? Nee, aber ich glaube, den haben wir noch nicht. Wir brauchen einen Spezialschlüssel. Aber war nicht hier noch irgendwo was? Da kamen wir raus irgendwo, aber da mussten wir... Hier, da können wir rein. Da können wir rein. Yippie. Loving it. Schuppen. Okay. Dann lasst uns mal in den Schuppen reingehen und den erkunden. So, dann nehmen wir euch mal weg. Hallo. Tschüss. Okay. Ah. Oh, nee. Ich hab keinen Code. Voll blöd. Da ist eine Perle drin. Und ich glaube irgendein Tier. Oh, das ist nicht süß. Oh. Ja, und krieg ich den Code her? Hier irgendwo. Also müssen wir uns merken, dass hier noch ein Code irgendwo eingegeben werden möchte. Ich kenne ihn leider nicht. Das ist sehr schade. Schade, wir konnten den Schuppen leider nicht erfolgreich abschließen. Ich frage mich aber trotzdem, wie man dann... Muss mal kurz auf das die Karte gucken. Ich habe gedacht, dass man hier irgendwie auch nochmal irgendwann rauskommt. Nehme ich hier auf die... Ha. Naja, egal. Dann gehe ich nochmal schnell zu Ming Tzus rein und gucke, ob es da irgendwas gibt. Wir wissen immer noch nicht, wem das gehört. Finde ich immer noch sehr mysteriös. Sehr mysteriös. So, dann. Hallo. Na? Hallo Ming Tzu. Hallo Fräulein, wenn Sie etwas kaufen möchten, brauche ich erst Ihre Kontonummer, bitte. Aber sehr gerne. Okay, Konto identifiziert. Danke, bedienen Sie sich. Es ist mir eine Freude. So, das können wir jetzt nochmal sagen, aber bringt wahrscheinlich nichts. Wir können doch mal hinten reingucken. Gibt's da was Neues? Neue M-Disc? Tatsächlich gibt's eine neue M-Disc. Sehr schön. Iris 5. Ach so, die neueste Ausgabe. Sehr gut. Gucken wir dann gleich an. Ja, das haben wir schon mal gesagt. Dann... Das war Pulsor.
könnte die jetzt auch beide nehmen. Ich will die jetzt haben. Ach so, nur eine. Ach so. Egal, haben wir jetzt 23. 23 ist eine schöne Zahl. Ja, Jim Carrey fände das auch gut. Hm, ist jetzt ein richtiger Insider. Tut noch was? Nee. Was ist hier? Was ist das? Handschuhe. Identifizierung. Okay. Aber das ist ja nur optisch, oder? Oder? Egal, wir gucken uns erstmal die Disc an. Zu Iris 513. Gespannt. Iris 513. Menschenhandel in der Nutripillenfabrik. Reporter Double H und Shawnee. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Shuttles zwischen der Fabrik und den Schlachthäusern würden der Versorgung der Soldaten dienen. Aber unsere Reporter haben diese Orte erfolgreich infiltriert. Die Fabrik ist nicht mehr als eine Tarnung für Menschenhandel. Hunderte von Opfern werden täglich unter Überwachung der Alphas dorthin gebracht. Die Alpha-Abteilung selbst wird von den Doms kontrolliert. Die Alpha-Abteilung sind Verräter im Dienst der Doms. Das ist schon ein bisschen cool, wenn man sich ja wirklich wie so ein richtiger Reporter fühlt, weil ich habe die Fotos ja auch geschossen, ne? Ich habe das hier alles aufgedeckt, das müssen wir jetzt mal so sagen. Ohne unseren Verdienst, ne, hätte das alles nicht funktioniert. Hm, deswegen die ganzen Perlen, das war schon richtig, dass wir die bekommen haben. Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist ja auch spannend, ne? Die Jade hatte ja wieder so eine Art Flashback oder irgendwie so eine Vision gehabt, wo sie wieder dieses komische Teil mit den Händen gesehen hat, wo das Teil gesagt hat, dein Freund gegen deine Seele. Das ist irgendwie sehr mystisch und so. Okay, dann wollen wir mal mit allen anderen hier quatschen. Und mal gucken, was du so sagst. Gab es weitere Entführungen? 80 Leute letzte Nacht und ich dachte, die Alpha-Abteilung ist hier, um uns zu beschützen. Ich traue ihnen nicht weiter, als ich sie werfen kann. Okay, das brauchen wir jetzt nicht sagen. Was sagt ihr? Warum können wir Felix nicht mehr hin, wo wir wollen? Im Schutz der Bürger, Carson und Peters Band 5. Okay. Was sagst du? Okay. Wir müssen nichts mit dir, weil ich mal noch quatschen. Demonstrieren die Helianer dagegen? Wetten das? Die Leute werden mit jeder Minute unruhiger. Die Alpha-Abteilung beraubt Helis all seinen Ressourcen. Das ist doch gut. Hey Kiddo, geh weg. Mit dir sprechen. Willst du immer noch nicht in den Leuchtturm kommen? Ich bleib lieber in der Stadt. Man sagt, dass es außerhalb der Stadt viele Räuber geben soll. Anscheinend horten sie in ihren Höhlen inzwischen große Reichtümer. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Da gibt's gar keine mehr. So, dann will ich mit dir mal noch sprechen. Warum haben sie das Militär verdreifacht? Die? Ach, weißt du, die reguläre Armee hat nicht mehr viel zu melden in dieser Angelegenheit, weil die Alpha-Abteilung hier aufgekreuzt ist. Hm. Wollen wir noch was gucken? Das ist auch eine Perle. Wie kostet denn die? Wie kostet denn die? Kontoidentifizierung. Okay. Ja, wenig Geld. Muss wohl kostet denn die? Ist drauf? 3000, okay. Aber das Gute ist, es zeigt uns ja hier an, dass hier noch einige sind. Was ist denn dort vorne? Das ist da so. Ach ja, stimmt. Beim Eingang war ja auch noch was Verschlossenes. Mit dir haben wir schon. Mit dir noch nicht. Wie stehen die Dinge in der Stadt? Sie leben außerhalb der Stadt, halten sie sich von den Höhlen in den Buchten fern. Sie sind voller Räuber, die unschuldige Helianer angreifen und ausrauben. Nein, nicht mehr. Wir haben sie besiegt. Helianer steht auf! Sie haben die militärische Präsenz verstärkt. Sie wollen die Meinungsfreiheit unterdrücken. Okay, was sagt der andere? Hast du von dem Menschenhandel durch die Alpha-Abteilung gehört? Hab's in Iris Nummer 513 gelesen. Und noch schlimmer ist, dass sie ihren Opfern alle Perlen abnehmen. Sie müssen sie irgendwo in ihrem Headquarter sammeln. Oder mit dem Typ da hinten quatschen. Hallo? Nee, du willst scheinbar nicht. Was sagst du? Wahrscheinlich nicht viel. Warum hat die Armee der Alpha-Abteilung erlaubt, die Kontrolle zu übernehmen? Entschuldigung, Miss, aber ich bin im Dienst. Kaufen Sie das helianische Wort. Nö. Mit dir haben wir schon gequatscht. Genau, Alphas raus. Sagst du was Neues? Hallo. Ach nee, ich will kein Geschäft machen mit dir. Ich habe schon alles gekauft. Identifizierung. So. Hi. Gibt es... Nö. Ist okay. Cool, super. Dann können wir gehen. Okay, mit dir haben wir schon gequatscht. Hier unten stehen auf jeden Fall auch noch welche. Du sagst bestimmt wieder nichts Nettes.
Die Bürger wurden angewiesen, die nähere Umgebung zu meiden, aber auf Befehl der Alpha-Abteilung. Die Doms sind überall und fangen alle Hylianer, die sie finden können. Okay, cool. Ja. Dann können wir... Ach nee, kannst... hier, Double H, kannst du? Na los, komm. Das sind viele Perlen, glaube ich. Hier. So. Alpha-Abteilung Lagerhaus. Sehr lila. Aha. Ist es schon wieder dunkel? Waren die gerade noch hell? Ich weiß, wohin das führt. Nino hat mir davon erzählt. Das geheime Lager der Alphas. Okay. Voll gut. Komm mit, komm. Ach so. Ah, du kannst es nicht mitkommen. Hm. Tschüss. Ich bewege mich nicht von der Stelle. Seien Sie vorsichtig. Immer doch. Im Zweifelsfall haben wir Autosave, also uns kann gar nichts passieren. Diese Musik auch, die ist so cool. Hier irgendwie rein. Mal das mit Schleichen. Lass es doch irgendwie reingehen. Hier drüben vielleicht irgendwie. Das scheint jetzt nicht zu gehen. Was? Ach so. Ist gleich los. Cool. Richtig cool. Dreh dich mal um. Ich hab gesagt, du sollst dich umdrehen, danke. So, hier lang. Frage ist, ob wir irgendwie so runter können. Was von hier aus geht. Ich würde mir vorstellen, dass man da irgendwie hin kann. Ach, da kann man. Von hier vorne. Jetzt. Danke. Wieder Rattentötung 300. So. Und spring rüber. Danke. Tut mir mal leid. Ne, eigentlich tut es mir nicht leid mit dem Ratten. Muss ich mal so sagen, wie es ist. So. Wo ich das ein Video gesehen hatte, wo er den Hund zum Groomer, zur Groomerin, nee, nicht Groomerin, na, die machen ja die ganzen Hunde, so Hundefriseursalon-mäßig. Und da hatte ein Hund seine, wie hieß es, sein Spirit Animal oder sowas mit, oder Comfort Animal. Und war eine Ratte. Das war so süß. Ja. Bleib mal kurz noch stehen. Wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir diesen Dungeon, sag ich mal in Anführungszeichen, diesen Bonus-Dungeon hier machen werden. Und dann wird gar nicht mehr so viel Zeit übrig sein. Die Frage ist, wie groß der ist. Wow. Mal schauen. War halt früh bei meiner Augenärztin gewesen und normalerweise sind ja auch Augenärzte dafür bekannt, dass alles immer übelst lange dauert und ich war in einer halben Stunde durch. Das war so krass. Ich so, wie jetzt? Ich bin schon fertig. Ich habe mir viel mehr Zeit eingeplant. Wenn man dann nicht damit umgehen kann, wenn etwas schnell geht, ist auch bescheuert. Ach so, ach du Scheiße. Ich ja ganz genau gucken. Wie lange ich so bin, geht's ja. Muss dann nur in der Zeit das wieder... Will ich? Oh mein Gott. Wow. So. Genau, und jetzt schnell, wenn er sich umdreht, rennen wir hin. Kloppen den weg. Bam. Heute nie rum. Dann schnappen wir uns mal das und dann noch das. Und das macht natürlich überhaupt nicht laut. Oh. Was passiert da? Zeit? Ich hoffe doch nicht. Gott. Lasse Zeit. Das war viel zu langsam. Nee, ich musste aufstehen zwischendrin. Sonst wird das nichts. So, nochmal. So, und jetzt. Renne. Ja, runter. Und rennen. Schnell. Wow. Oh mein Gott, guck mal hier. Knete. Reicht das dann für eure neue Perle? Ich glaube nicht. So viele sind es dann nämlich doch nicht. Aber ist das schön. Aber hier ist eine Perle. Ich habe gar nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe die Perle nicht gespürt. Es tut mir so leid. Ich dachte, ich habe auch so einen Perlendetektor in mir drin. Mit der fleischgewordene Perlendetektor. Das klingt irgendwie auch komisch. Bitte vergesst das wieder. So, dann holen wir uns das mal. 24 Perlen. Ich fühle mich so reich und wir werden das dann wieder alles abgeben müssen in der Mamago-Werkstatt. Ich glaube, als nächstes müssen wir uns wirklich dieses
diese Sprungfähigkeit kaufen. 1171. Mhm. Mal gucken. Okay. Einmal wieder schnell hoch. Und jetzt hier. Und jetzt wieder schnell. Und so. So. Wow. Oh mein Gott, das ist so galant und so cool. Oh mein Gott, das sind zwei Perlen. Das fühlt sich so gut an. Perlensucht. Perlensucht. Das ist wirklich schlimm. Wie viele Perlen gibt es eigentlich insgesamt? 88. Okay, da haben wir noch ein paar zu finden. So, ist das noch? Dann war es das schon. Okay, da war es dann doch gar nicht so hyper umfangreich. Aber immerhin drei Perlen. Yay. Und ganz viel von diesem Erz. Ich hoffe, ich habe hier kein Vieh irgendwie vergessen zu fotografieren. Das wäre sehr, sehr schade. Alles klar. Wo kommen wir da raus? Was? Oh mein Gott. Nee, rennen. Und ja, klar. Ich tue erstmal. Also, wie bekloppt. Ich habe mich erstmal geduckt. Eieieiei. Wow, 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 wow. Also, mit Verfolgungsjagd habe ich jetzt hier gar nicht gerechnet. Das ist so Crash Bandicoot-Style. Wie geil. Wow, dann, oh, dieses Level mit diesen Kugeln. Hilfe. So, ach, shit. Wir müssen dann bald mal was essen. Ja, das ist blöd. Ich hätte vorher mal was essen sollen. Mir ist vor uns was richtig Dummes passiert. Ich habe ein Omelette gemacht. Und das war von unten dann schon relativ gut durch und wollte das erstmal auf einen großen Pizzateller machen. Und dann wollte ich das sozusagen mit der anderen Seite einfach nochmal in die Pfanne reinlegen. Weil ich ja Sachen ungerne wegschmeiße und dann erstmal repariere. Der Pizzateller ist vor kurzem am Rand ein bisschen kaputt gegangen, also habe ich das geklebt. Dummerweise habe ich diesen Pizzateller, als dann das Omelett drauf war, genau an der Stelle angefasst, wo der Pizzateller geklebt wurde. Dementsprechend ist mir das ganze Omelett runtergefallen, lag erstmal auf dem Fußboden. Naja, ich glaube, ein Viertel musste ich dann tatsächlich, hab dann so Hühnchen gegessen, das fand's auch lecker. Und den Rest konnte ich noch irgendwie retten, aber ey, total bescheuert. Was? Was? Wie? Wann? Wo? Ach so. Schnell, Johnny. Also, Jade. Miss Jade? Uiuiuiui. Sind Sie okay? Ja, aber wir hauen besser ab, bevor Sie merken, was ich mir gerade von Ihnen geborgt habe. Hast du es denn vor, zurückzugeben? Dann ist es wirklich null geborgt. Muss ich mal so sagen. Kannst du sagen, dass du es geklaut hast. Natürlich. Ironie. Okay, dann haben wir doch die Fußgängerzone erstmal so abgeschlossen. Weil wie gesagt, dort oben... So, es gibt mal einen Perlendetektor. Ihre sind ja nicht. So, eine ist noch bei Wing Tzu's. Da hinten, dort unten links komme ich nicht rein. Eine ist bei diesem anderen Dings. Da habe ich die da habe ich das, den Code noch nicht. Da 2 ist nix. So ist das da hinten wahrscheinlich doch keine Stelle zum Durchkommen. Nö. Naja, also merken wir uns, auf der Etage ist noch einiges an Perlen, was aber jetzt momentan nicht möglich ist zu holen. So, das heißt, wir würden jetzt zur Mamago-Werkstatt gehen. Und? Hat nicht der Page gesagt, dass das dritte Rennen irgendwie hinterm Leuchtturm ist? Jade, ein Fischer gab mir eine Perle, die er in einer Höhle fand. Ich biete sie zum Verkauf an. Interessiert? Kommen Sie vorbei. Okay, ja, eine habe ich mir schon gekauft. Nee, noch mal ein bisschen lesen. Ja, aber ich habe gerade kein Geld. Aber danke, dass du Bescheid sagst. Das ist voll lieb. Du musst jetzt da lang, ne? Ja, wenn wir uns nämlich diesen Sprungmechanismus kaufen, dann können wir nämlich auch dort hinter uns, war glaube ich auch so eine Stelle, wo man hier springen musste, ne? Na? Das will ich unbedingt noch sehen. Nein! Und irgendwie müssen wir noch nach einem Wahlausschau halten. Könnten wir ja vielleicht mal ganz kurz gucken, ob wir den zufällig sehen. Wenn wir schon mal hier sind. Seht ihr irgendwas? Ah, ja, hab ich mich erschrocken. Seht ihr irgendwas? Etwas Wahliges? Da. Knips. Was, wie, wann, wo? Komm los. Mal. Megaptera purpurea. Noch einmal vielen Dank, Jade. Cool. Sag mal, sind die Bilder schon immer so... Hatten die schon immer so diesen Filter?
Scheinbar. Who knows. Cool. Voll gut, dass wir den Hinweis bekommen haben, weil das war das, woran ich auch gedacht hatte. Dass wir irgendwann mal einen Wal oder sowas ähnliches fotografieren sollten. Okay, dann müssen wir jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass es die falsche Seite war. Aber da kann man ja auch mal durcheinander kommen, ne? Hauptkanal, genau. Ja, ansonsten haben wir Mitte der Woche und ich muss sagen, ich bin übelst müde und kaputt. Und dabei hat jetzt arbeitstechnisch nicht so viel angestanden. So drumherum ist gerade relativ viel los. Aber das schlaucht mich irgendwie total. Mal gucken, wie sich das in den nächsten Wochen so verhält. Es ist nur das Wetter so warm. Ich generell gegen warmes Wetter jetzt nichts einzuwenden habe. Okay, Mama Ghost, könnt ihr bitte mal das reparieren, wenn das immer noch raucht bei euch? Was soll das denn? Kann das sein? Mama Ghost. Stioberkraft. Erste Mal Platte. Hell, Babuka und Aesop, die wir machen das, Mamago-Brüder. Yo, Jade. Hi, Isam. Yo, Jade, du bist immer willkommen, Babuka. Hi und Isams Mamagos Werkstatt. Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jade, bedien dich. Aber nicht vergessen, unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Haben wir die eigentlich jemals schon mal gesehen, die Mama? Hi, Babuka, wie geht's? Hi, Jade. Nicht allzu gut. Ich habe den Bericht in der letzten Iris-Ausgabe gelesen. Die Alpha-Abteilung hat uns die ganze Zeit an der Nase herumgeführt. Sie sind es, die die Helianer entführt haben. Ist das zu glauben? Ja, ich habe sie dabei beobachtet. Es ist entsetzlich. Hä? Du? Ja. Und das hättest du nicht gedacht, ja? Das ist schon alles leer. Das haben wir auch alles schon. Das kaufen wir uns perspektivisch irgendwann mal. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Könnte ich mir jetzt noch gar nicht kaufen, ne? Weil ich hab's ja an sich. Hi, Hell, du hast nicht zufällig irgendwas, womit man über Wellen springen kann? Und mit dem man als Bonus auch über Schutzbarrieren kommt, hä? Nimm dieses Sprungkit, Jade. Du wirst nicht enttäuscht sein. Würde das jetzt gehen? Wir haben keine Flugstabilisatoren mehr, Jade. Ein Domsmeteor hat das Lager zerbröselt. Ja, und da würde man wahrscheinlich... Kein Problem. Ich habe schon welche bestellt. Könnte ich die jetzt theoretisch schon haben, die 30? Eigentlich nicht, ja. Na dann, los. Ach, da. Ach, die Perlen, alle weg. Und nicht alle. Bau mal ein. Da ist jetzt unsere letzte Amtshandlung hier nachher. Wenn wir rauskommen, kommt da bestimmt gleich wieder ein Kampf, oder? Wisst ihr, was wir erstmal machen? Wir speichern erstmal. So. Ganz oben ist Speicher. Ja, das war auch so dumm. Am Dienstag habe ich mir ganz vorbildlich Montagabend mein Essen schon, also Frühstück und Mittagessen vorbereitet. Hab aber Dienstag früh eine andere Tasche genommen und habe dann einfach, weil die Routine gefehlt hat, mein Essen vergessen. Kühlschrank. Das war richtig blöd. Du bist geärgert. Respektiere das Heimteam, Kapitel 12. Ich muss nicht immer dieses Buch irgendwie hier zitieren. Muss ich ja nochmal zu Netto und muss mir was holen. So ein Mist, ey. Nee, tatsächlich nicht. Ja, aber besonders hoch springt er jetzt nicht. Komm, wieder über die Barriere drüber. Ein bisschen Angst, dass wir es nicht schaffen. Das war rechts oder links? Ich hätte gedacht, das wäre hier mal links irgendwo gewesen. Ich glaube hier. Da, guck mal. Ah. Wow. Cool. Okay, wo führt uns das hin? Wo führt uns das hin? Dann müssen wir das sogar machen? Ich weiß es nicht. So aufregend. Wo führt uns das hin? Was ist das? Nur das? Oh, eine Perle. Wie ein... Da kommst du gefälligst her. Cool, eine Perle. Aber weiter können wir jetzt nicht. Aber es war trotzdem cool. So, aber dann ist jetzt hier, glaube ich, nicht weiter, hätte ich jetzt mal so gesagt. Haben wir hier eine Karte? Können wir mal gucken, die... Was ist da? Perlen? Ja, ja. Ja, okay. Jetzt mal wieder hier. Wow, sehr gut. Ja, was könnte man jetzt mal noch machen?
Ist jetzt Sinn, noch mal schnell woanders irgendwo zu gucken? Hatten wir noch irgendeine Stelle, wo man so rüberhuppen konnte? Nee. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal noch mal in die Fußgängerzone und gehen dort zum Speicherpunkt. So, dann gehen wir noch mal zu Akudas Bar rein. Trotz Quatsch, weil... Na, egal. Ich würde sagen, ich habe ja gerade eine Mamagos Dings gespeichert, aber... Könnt ja auch die Autospeicherung laden, aber ich habe es gerne lieber am Ende manuell gespeichert. Und ich finde, die Akuda-Bar ist doch immer ein schöner Treffpunkt, oder? Können wir uns noch so drinken. Wo war das jetzt? Ist das irgendwo? Ach, das war im Versteck, ne? Jetzt bis runterrennen. Na, okay. Dann ist das jetzt so. Dann machen wir das. Ja. Iris-Unterschlupf. Irgendeine Disc haben wir nicht noch bekommen. Das haben wir alles angeguckt. Ja, doch, Hammer. Guti, dann... Aber ich sage Ihnen was Neues. Können wir beim nächsten Mal rausfinden. Dann lasst uns nochmal speichern. Dann haben wir es doch schon geschafft für diese Folge. Dann haben wir an Hauptstory eigentlich heute gar nichts groß gemacht, sondern viel Nebenkram, was mich aber auch immer sehr, sehr erfreut. Und ja, irgendwann wird der Nebenkram ja auch enden. Wir werden uns hauptsächlich auf die Story konzentrieren. Und ja, hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Und beim nächsten Mal, vermute ich mal, werden wir mit der Hauptstory gleich weitermachen, weil ich wüsste jetzt nicht, wo man noch so optionalen Kram machen kann. Gibt dann sowieso eine Stelle, wo man sagt, jetzt wäre gut, um alles noch zu erledigen, weil dann ist Point of No Return. Aber da sind wir noch längst nicht. Dann... Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und bis bald, euer Otherside. Tschüss.